So, dann wollen wir mal ins letzte Stockwerk, also das ich jetzt noch zeigen werde, bevor ich halt auf das allerletzte gehe und dort auf mich etwas Großes wartet. Dass hier schon mal ein Gegner ist, ist ziemlich scheiße. Komm, komm. Ja. Von hinten, von hinten. Okay, es ist ein Golddrache dabei. Das heißt, dieser muss auf jeden Fall sterben. Sonst bin ich nämlich geliefert. Deswegen halt wieder Fokus benutzen. Ich hoffe, er stirbt. Er muss sterben. Sonst bin ich echt gearscht. Nein, der Silberdrache ist nur tot. Dabei muss der Golddrache weg. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Puh. Oh mein Gott, das ist so eine große Etage mit so vielen Türen und Räumen. Ey, das ist doch nicht witzig. Ah, okay. Da wartet ein kleiner Gegner auf mich, den ich locker besiegen kann. Ja, komm. Ich will dich von hinten angreifen. Ja. Todesrufer. Oh nein, er benutzt auch Fokus. Unfair, uncool. Sehr uncool. Aber es hat nicht gewirkt. Nur bei meinem Kopfselmonster. 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 So wollte ich sagen. Ja, nochmal Fokus. Komm, Dicker. Komm, Dicker, du musst sterben. Komm, Dicker. Ach, schade. Ich dachte, er wäre dumm genug, um auf diesen Trick reinzufallen. Aber da habe ich ihn wohl unterschätzt. So, das müsste jetzt eigentlich kein Problem sein. Ja, vielen Dank für diese Erfahrungspunkte. Und ansonsten ist hier nichts mehr, wie ich sehe. Okay. Bevor ich weitergehe, werde ich erstmal alle heilen. Auch wenn das nicht wirklich nötig ist, aber ich brauche wirklich jeden einzelnen Lebenspunkt, um gegen diese Goldsachen zu überleben. Ja, da wartet schon der nächste. Oh, und hier war so ein. Komm schon, dreh dich um. Oh, ich muss unbedingt von hinten angreifen, sonst bin ich echt geliefert. Nein, der hat sich umgedreht, dieser Arsch! Komm schon. Komm schon. Yes! Oh. Er ist jedes Mal echt der Hammer. Wenn das nicht klappt, dann bin ich wirklich sofort geliefert. Und hier sind nur noch Drachen. Und ich habe das DK-Schwert gefunden. Das ist ja super cool. Das fehlte mir noch. Das wird mir sehr nützlich sein, wenn ich gegen den letzten Boss hier antrete. Okay, hier war auch noch eine Tür. Riesenstab. Okay. Ach Mann. Was kommt denn jetzt weg hier? Das DK-Schwert am besten, ne? So und get. Okay, hier ist noch so ein Todesfufer. Okay, komm her. Nein! So. Ich greife zuerst an. Du bist tot. Ah, ich bin so knapp so aufgewühlt. Ich habe zwei Kämpfe, oder drei waren sogar drei Kämpfe gegen so ein Goldsachen überlebt. Das ist einfach nur herrlich. Es gibt einem das Gefühl, wirklich die Macht in der Hand zu haben. Was ist das denn für einer? Jetzt habe ich gerade nicht hingeguckt und schon hat er so einen Lakaien gerufen. Oh, was ist denn hier los? Ja, stirb. Komm. Hadeswagen, oder? Irgendwie sowas. Okay. Dann sehen wir uns in der allerletzten Etage wieder. Ich freue mich. Bis gleich. So, wir haben es geschafft. Wir sind echt jetzt im letzten Stockwerk, wenn ich jetzt durch die Treppe gehe. Ich habe leider den letzten Iris-Gegenstand nicht mehr gefunden. Leider. Was ziemlich ärgerlich ist, aber es passiert sowieso nichts Großartiges, wenn man alle gefunden hat. Deswegen lohnt es sich das auch kaum, das zu erfüllen. So wollte ich sagen, ja. Ja, wir kommen zum letzten Kampf.
Den Isis-Gegenstand von diesem Blob hier, den habe ich schon. Also nicht, dass ihr denkt, ich hätte diesen Gegenstand noch nicht. Also ich bräuchte noch einen, den ich in der Ahnenhöhle irgendwo finde. In den Stockwerken, jetzt nicht im letzten. Nie hätte ich gedacht, dass jemand den Gefahren trotzen würde und bis zu mir vordringen würde. Gib dich geschlagen, du blutiges Geschwür aus den Tiefen des Hades. Du Narr, ich bin der stärkste und älteste aller Blobs. Ich herrsche über diese Hölle. Nee, Höhle. Ich bin der letzte Herausforderer in dieser Höhle. Deine schwerste Prüfung, dein Ende. Kämpfen. So sei es denn. Auf in den Kampf, erbärmlicher Sterblicher. Oh ja, es ist ein mega großer Blob. Oh mein Gott. ich habe vergessen, wie man diesen Kampf nochmal bestreitet. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon meine Zornpunkte verbrauchen soll oder nicht. Ich mach's einfach mal. Wird schon irgendwie schief gehen. Obwohl. Guy greift erstmal normal an. Und Selan auch. Und DK benutzt das DK-Schwert. So. Ja, ich hoffe, das klappt irgendwie. Wow, Schlachtruf war ja echt übel. ja, ich habe die besten Gegenstände ausgesucht, die dafür sorgen, dass ich viel abziehen kann. Das heißt, ich habe die Gasklinge ausgerüstet, das DK-Schwert. Haze hat irgendwie so ein Ahnenschwert oder und Selan habe ich das Goldauge gegeben anstatt DK, weil DK ja schon das DK-Schwert benutzt. So, also auf geht's. Ich denke mal, ich werde es schaffen. Müsste eigentlich. Denn Sternstaub zieht auch viel ab. Ah, okay, ich habe mir ehrlich gesagt mehr vorgestellt. Aber jetzt kommt ja noch der Krakenschlag. 1, 2, 8 Mal, oder? Was, 8 Mal? Da müsste eigentlich jetzt schon fast kaputt sein. Komm schon. Und, ist er tot? Ist er tot? Jetzt aber. Oh ja. Oh ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe wirklich jetzt jeden Kampf aufgenommen. Gegen jedes Monster, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe wirklich gegen jedes Monster gekämpft in der Ahnenhöhle. Und, in Stockwerk 98 oder 97 kam nochmal so ein Raum mit ganz vielen Monstern und Truhen. Und ich dachte schon, ja, jetzt kriege ich vielleicht das Isis Juwel oder was mir fehlte. Und dann war ich leider schwer enttäuscht worden. Egal. Ich muss gestehen, du bist ein wahrer Krieger. Deine Kraft ist einzig. Ich fühle mich geehrt, mich mit jemandem wie dir messen zu dürfen. Komm wieder, wann immer du willst. Okay. Das war's. Leute. Ich hab's wirklich geschafft. Ich hab's geschafft. Mehr kann ich nicht sagen. Das war sehr viel Arbeit. Sehr viel Drama. Sehr viel Spannung. Und ja, oh, du bist schon zurück. Hier sind deine Sachen. Ich habe gut drauf aufgepasst. Wenn man gegen den Blob gekämpft hat und gewonnen hat, dann kriegt man noch so einen Schlüssel. Dann kann man hier rein. Und hier war halt auch ein Iris-Gegenstand drin. Naja. Ich kann jetzt nochmal zurück zum Dorf. Und mal hier kurz reinschauen. Ja, hier sind die anderen Deppen. Vielleicht habe ich ja irgendetwas übersehen. Ich finde es toll, wenn alle Schätze... Ja, leider fehlt es mir. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auch bei meinem nächsten Projekt dabei, wenn ich es bald starte. Lasst euch einfach überraschen, was kommt. Ich glaube, es kenne ich viele, wenn schon, wenn überhaupt. Na, ich glaube, es kennt sogar gar keiner. Fast keiner. Und ja, ich freue mich drauf. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. So, Freunde, fangen wir heute mit der Ahnenhöhle an, also besser gesagt mit der Aufnahme. Denn ich habe ja schon ein bisschen vorgearbeitet, damit ich nicht ohne Rüstung da reingehen muss. Und ich kann mir mein Team zusammenstellen hier an dieser Stelle. Das heißt, ich musste Lufia komplett noch einmal durchspielen in diesem Extra-Modus, wo man doppelt so viele Erfahrungspunkte und Geld bekommt. Und dann bekommt man halt diesen Modus hier, wo man mit jedem Charakter die Ahnenhöhle durchspielen kann.
Noch eine kleine Nebeninformation. Ich habe schon ein paar Iris-Gegenstände gefunden. Also sozusagen mir fehlt noch eins. Und ich hoffe einfach mal, dass ich das letzte jetzt bei der Aufnahme finde. Hoffen wir es mal. Ich fände es toll, wenn alle Schätze Iris hier wären. Ja. Gut. Dann wollen wir mal schauen. Oh, der Typ versperrt mir den Weg. Ich glaub's nicht. Ja, komm, ich gehe nochmal. Unglaublich. Ey. Mit wem willst du zur Höhle gehen? Natürlich kannst du die Höhle auch alleine betreten. Ja, geh mir aus dem Weg! Hallo? Hallo? Ich komme hier nicht mehr raus! Ey! Das ist uncool. Das ist uncool.